In diesem Video machen wir zusammen einen Wavy House Step Sound, der sich so anhört. Dann legen wir mal los. Ich lade in eine neue Spur einen Surge XT mit einem Sägezahn-Init-Sound und kopiere mir die Noten des Tracks als Vorlage. Das hört sich dann erstmal so an. Dann stelle ich bei Unison drei Stimmen ein und den Filter auf einen 12 dB Lowpass und ziehe den Filter recht zu. Den Filter Envelope passe ich an, sodass der Filter mit dem Attack aufgeht. Das hört sich dann so an. Als nächstes nehme ich einen Voice LFO, um damit den Filter zu bewegen. Die Rate synchronisiere ich mit dem Tempo und stelle als Dauer eine halbe Note Triplet ein. Das hört sich dann so an. Dann passe ich bei dem Voice LFO noch den ADSR mit einem Delay am Anfang und einem kleinen Attack an, sodass die Bewegung langsam reinkommt. Jetzt nehme ich einen Szenen-LFO, weil ich den High-Pass-Filter modulieren will. Stelle auf eine Dreieckwelle um, klicke Free Run und Unipolar. Die Rate synke ich wieder mit dem Tempo und zwar eine halbe Note ohne Triplet. Den High-Pass-Filter stelle ich mit einem Rechtsklick auf eine 48 dB Slope um und moduliere den Fader jetzt mit dem Szenen-LFO. Jetzt noch ein paar Effekte, nämlich Delay und Reverb. Ich lade in den AUX-Kanal ein Ping-Pong-Reverb mit einer Viertelverzögerung rein und passe das Delay etwas an und drehe dann den Send-Fader nach Geschmack rein. Dann lade ich in den nächsten AUX-Slot ein Reverb, hier das Amazing Big Hall aus der Reverb 2 Kategorie, passe das an und schiebe den Fader auch wieder rein, bis es passt. Beim Delay nehme ich doch nochmal das Feedback raus, weil ich für jede Seite nur eine Wiederholung brauche.
Und dann ist der Sound auch schon fertig und bereit für den Track. Thank you.